Liebe Angehörige von den Plötzensee in der NS-Zeit ermordeten Menschen, stellvertretend möchte ich Sie, lieber Graf Schwerin, und Sie, lieber Hans Koppi, heute hier begrüßen. Sehr geehrter Senator, lieber Herr Lederer, Kollege Schaper wird gleich noch zu uns stoßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begrüßen zu dürfen. Wir erinnern heute an den 70. Jahrestag der Einweihung der Gedenkstätte Plötzensee im Jahre 1952 und damit an die älteste der Berliner Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Es war ein langer Weg, auch diesen Ort der Erinnerung zu etablieren. Und wir schlagen heute nach 70 Jahren mit dem, was wir Ihnen vorstellen werden, auch wieder ein neues Kapitel der Erinnerung an Plötzensee auf. Es ist eine große Freude, dass Sie, Herr Senator Lederer, das Grußwort für die heutige Veranstaltung übernommen haben und damit auch auf die große Bedeutung des Gedenkortes selbst hinweisen werden. Ich werde Sie nachher über die beiden Projekte informieren, die wir gemeinsam mit dem Landesarchiv heute vorstellen und im digitalen Zeitalter natürlich heute auch freigeschaltet haben. Die Realisierung war nur in enger Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Berlin möglich. Daher wird im Anschluss an meine Ausführungen Kollege Schaper etwas über die grundsätzlichen Möglichkeiten der Nutzung von Justizbeständen für neue Projekte im Landesarchiv Berlin sagen. Abschließend wird dann mein Kollege Gerd Kühling Sie über das dritte Projekt, die neue Online-Ausstellung über die Frühgeschichte der Gedenkstätte Plötzensee, informieren. Petra Behrens, die Sie noch im Programm gesehen haben, kann leider aus zeitgemäßen Gründen, sprich Corona-bedingt, heute an der Veranstaltung nicht teilnehmen, wie auch noch eine weitere Mitarbeiterin, die an dem Projekt mitgearbeitet hat. Das gehört aber zu Veranstaltungen in dieser Zeit dazu. Insofern darf ich Sie, lieber Senator Lederer, um Ihr Grußwort bitten. Vielen Dank. Liebe Angehörige der in Plötzensee ermordeten Menschen, lieber Herr Graf, lieber Hans Koppi, liebe Michalskis, sehr verehrte Anwesende, lieber Johannes Tuchel und ich hoffe, Herr Schaper wird dann auch gleich noch zu uns stoßen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir erinnern heute, Herr Tuchel hat es schon gesagt, an die Einweihung der Gedenkstätte Plötzensee vor 70 Jahren im September 1952 und damit an die erste zentrale Gedenkstätte für die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur in Berlin. Die Eröffnung fiel damals auf einen zweiten Sonntag im September. Das war in Berlin seit 1945 der Tag, an dem die Erinnerung an die Menschen, die gegen den Nationalsozialismus und sein Terrorregime im Widerstand waren, begangen wurde. Es kam allerdings mit der Spaltung der Stadt dann auch zu einer Spaltung der Erinnerungen, während der Septembertag im Osten Berlins bis in die 1990er Jahre im Zentrum der Stadt begangen worden ist, verlagerte sich ab 1953 die Erinnerung im Westteil der Stadt auf den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 und insofern auch auf Plötzensee. Und wie sich das auf die Frühgeschichte der Gedenkstätte Plötzensee ausgewirkt hat, das werden wir nachher noch ausführlicher hören. Ja, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus war in beiden Teilen der Stadt keine einfache Angelegenheit. Plötzensee sollte für Jahrzehnte die einzige größere Gedenkstätte zur Erinnerung an die NS-Diktatur bleiben, erinnern wir uns. Die Errichtung einer Gedenkstätte oder eines Dokumentationsortes im Haus der Wannsee-Konferenz war in den 1960er Jahren nicht möglich. Zum einen, weil der Senat zwar zunächst für einen Dokumentationsort war, aber nicht an diesem Ort, weil das Bezirksamt Neukölln das Haus als Erholungsort für Kinder benötigte. Und zum anderen, das muss man auch ganz klar sagen, gab es schlicht kein Interesse daran, bedeutende Orte nationalsozialistischer Verbrechen auch als solche kenntlich zu machen. Es passte nicht in die Nachkriegszeit, sich mit der eigenen Geschichte zu konfrontieren, sondern es gehörte eher zur Nachkriegszeit, die eigene Geschichte zu verdrängen und sich selbst eher in einer Opferrolle zu inszenieren.
Ein Ort der historisch-politischen Bildungsarbeit entstand am Wannsee erst 1992. Die erste Behelfsausstellung der Topographie des Terrors Mitte der 1980er Jahre entstand nur, weil die große Preußenausstellung in Gropiusbau die Brache neben sich nicht als Leerstelle im wahrsten Sinne des Wortes haben wollte. Und die Eröffnung der heutigen, der jetzigen Topographie des Terrors, wir wissen es alle, nach diversen Problemen auch beim Bau, der Frage, soll es diesen Ort in der ursprünglich geplanten Version dort geben, erfolgte dann 2007. Oder hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Im Ehrenhof fanden zwar seit 1952 jährlich entsprechende Gedenkfeiern zum 20. Juli 1944 statt und seit 1953 gibt es auch das Denkmal in der Mitte des Hofes. Die erste sehr selektive Ausstellung zum Widerstand gegen die NS, gegen das NS-Regime sollte es allerdings erst 1968 geben. Und eine umfassende Dauerausstellung, die die gesamte soziale und weltanschauliche Breite des Widerstands reflektiert, war erst Mitte der 1980er Jahre möglich. Und auch darüber wurde seinerzeit noch heftig diskutiert, wer gehört dazu, wer darf dabei sein oder wer gehört besser eigentlich gar nicht in die Geschichte des Widerstands gegen die Nazis. Die Erinnerungskultur, die wir heute haben, ist also alles andere als etwas Selbstverständliches, auch wenn uns das selber immer so vorkommt, auch insbesondere, weil natürlich bestimmte Formen des Gedenkens auch ritualisierte Formen angenommen haben. Aber sie musste, und das muss man ganz klar sagen, gegen die politische Klasse ganz oft erkämpft werden und sie müsste im politisch-gesellschaftlichen Mainstream überhaupt erst einmal durchgesetzt werden, war also etwas hart Erarbeitetes und zwar über Jahrzehnte hinweg. Um es klar zu sagen, auch die Errichtung der Gedenkstätte in Plötzensee und die Erinnerung an den Widerstand hier in der Stauffenbergstraße wären ohne das Engagement der Angehörigen der ermordeten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer nicht entstanden. Sie haben keinen Friedhof, auf dem sie ihre Angehörigen betrauern können. Plötzensee ist daher in besonderer Weise ihr Ort. Und es bewegt mich sehr und es freut mich zugleich, dass einige von Ihnen heute hier unter uns sind. Die Gedenkstätte Plötzensee ist ein internationaler Ort. Sie erinnert an mehr als 2.800 Opfer aus 20 Nationen, die dort zwischen 1933 und 1945 ermordet worden sind. Mehr als 1.400 Opfer kamen aus Deutschland, mehr als 660 aus Tschechien, mehr als 240 aus Polen. Der Ort dient heute als Dokumentation der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz. Und es zeigt, wie sich die deutsche Justiz ab 1933 mit einer Fülle von gesetzlichen Regelungen und mit ihren Urteilen zum Handlanger des nationalsozialistischen Regimes machte. Sie wurde, auch wenn das insbesondere die in der ordentlichen Gerichtsbarkeit nach 1945 auch nicht selten weiter beschäftigten und am Ende auch mit üppigen Pensionen versehenen Vertreter ihrer Justiz anders behauptet haben und auch ihr eigenes Bild oftmals ein anderes war, Erfüllungsgehilfe des Terrors. Auch wenn unser Bild von der nationalsozialistischen Justiz vom Volksgerichtshof geprägt ist, von Freisler geprägt ist, es gab nicht nur Freisler, sondern es gab Tausende von Juristen, die Unrechtsurteile sprachen. Und ich selbst habe mich während meines Jurastudiums, wo die Geschichte der Rechtswissenschaften, die Rechtsgeschichte, in einem Semester auf 2 Wochenstunden festgelegtes Seminar, das man übrigens auch noch wählen konnte, neben alternativ dazu Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie oder Rechtsmethodologie, mit dieser Frage auch befasst, was dazu geführt hat, dass in manchem Oberlandesgerichtsbezirk der Bundesrepublik Deutschland mehr ehemalige Parteimitglieder in Justizfunktionen waren, als das während der Nazizeit selbst der Fall war, weil das Gebiet, in dem die sich konzentrieren konnten, einfach noch viel kleiner geworden ist. Und es gab eben in Plötzensee nicht nur die mehr als 1.400 Todesurteile des sogenannten Volksgerichtshofs, sondern mehr als 660 Todesurteile der Berliner Sondergerichte und mehr als 200 Todesurteile des Reichskriegsgerichts. Und auch 27 der 70 Todesurteile des Kammergerichts, also der ordentlichen Gerichtsbarkeit, wurden hier vollstreckt. Das macht mich als Juristen immer noch fassungslos, wie sehr hier das Recht gebeugt wurde. Allein in den Jahren 1939 und 1940 wurden in Plötzensee mehr als 100 Todesurteile gegen die Zeugen Jehovas wegen ihrer Kriegsdienstverweigerung vollstreckt. Und das Todesurteil des Berliner Sondergerichts vom November 1944 kann nur als justizförmiger Mord bezeichnet werden. Der niederländische Kutscher Albert Tambeur hatte nach einem Bombenangriff 2 Fischkonserven entwendet und eine davon gleich gegessen. 2 Wochen später gab es das Todesurteil. Weitere 2 Wochen später wurde er in Plötzensee enthauptet. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Plötzensee ist und bleibt ein zentraler Ort der Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz. Erinnerung findet aber heute, und das hat Herr Tuchel eben schon angemerkt, nicht nur analog vor Ort statt, sondern auch in vielen digitalen Formen, womit der Tatsache auch Rechnung getragen wird, dass Erinnerung und Erinnerungskultur nichts Statisches ist, sondern sich im Laufe der Verhältnisse und den jeweiligen historischen Bedingungen entsprechend auch verändern muss. So ist der 70. Jahrestag der Einweihung der Gedenkstätte Plötzensee nicht nur der Moment, um zurückzublicken, sondern, und das freut mich sehr, auch Neues vorzustellen. Und in diesem Sinne ist es sehr gut, dass wir heute gleich zwei neue Projekte vorstellen können, die jetzt eine umfassende Sicht auf die Opfer von Plötzensee ermöglichen. Viele von ihnen blieben über die Jahrzehnte hinweg unbekannt. Heute kennen wir ihre Namen und kennen wir ihre Schicksale. Und im digitalen Totenbuch von Plötzensee, das heute im Internet freigeschaltet worden ist, finden Sie jetzt nicht nur die mehr als 2800 Namen der dort Ermordeten, sondern für mehr als 2000 Menschen auch biografische Texte und Dokumente von Todesurteilen bis hin zu Abschiedsbriefen. Und ebenfalls seit heute steht auch die Gefangenenkartei von Plötzensee mit mehr als 41.000 digitalisierten und nach Namen und Daten durchsuchbaren Karteikarten zur Verfügung. Und ich kann es nur sagen, diese beiden Projekte wurden in einer ausgezeichneten Zusammenarbeit von zwei Einrichtungen vollzogen, die sich in meinem Geschäftsbereich befinden, Herr Professor Schaper, Herr Professor Tuchel und vor allem den Kolleginnen und Kollegen, die das mit Ihnen gemeinsam bewerkstelligt haben, meinen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und das ist für mich nicht nur ein wichtiger neuer Schritt zu neuen Formen des Erinnerns und der Dokumentation, sondern es ist letztlich auch ein Best-Practice-Beispiel für die Umsetzung der Open-Access-Strategie und der Open-Research-Strategie des Landes im Kulturbereich. Und es ist ja tatsächlich auch so, man muss ja fürs Landesarchiv immer kämpfen, weil alle glauben, naja, das gibt es halt so, das ist so ein Ort, da muss man über Haushaltsmittel nicht diskutieren. Aber es ist letztlich ein Stück weit auch das Museum oder sozusagen das Archiv des Landes, der sozusagen das historische Gehirn des Landes. Und da zeigt sich eben auch, wie in einer solchen Form der Kooperation, in einer solchen Form der Zusammenarbeit im Interesse aller zeitgeschichtlich interessierten Menschen tatsächlich auch Erhebliches bewerkstelligt werden kann. Ich denke, dass wir jetzt 70 Jahre nach der Einweihung der Gedenkstätte Plötzensee einer Forderung des im September 1943 in Plötzensee ermordeten Schriftstellers Julius Fučík näher gekommen sind. Ich darf zitieren: Ich möchte, dass man weiß, dass es keine namenlosen Helden gegeben hat, dass es Menschen waren, die ihre Namen, ihr Gesicht, ihre Sehnsucht und ihre Hoffnungen hatten und dass deshalb der Schmerz auch der letzten unter ihnen nicht kleiner war als der Schmerz des ersten, dessen Name erhalten bleibt. Ich möchte, dass sie euch alle immer nahe bleiben, wie Bekannte, wie Verwandte, wie ihr selbst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator, für die einführenden Worte und auch für die guten Worte zur Zusammenarbeit zwischen Landesarchiv und Gedenkstätte, die ich an dieser Stelle, bevor ich zu den Inhalten komme, nochmal ausdrücklich unterstützen möchte. Meine Damen und Herren, es ist eben schon gesagt worden, dass in Plötzensee zwischen 1933 und 1945 mehr als 2800 Menschen aus 20 europäischen Nationen von der nationalsozialistischen Justiz ermordet worden sind. Der Raum, in dem die Hinrichtungen stattfanden, ist heute Gedenkraum. Im Raum daneben informiert eine Dokumentation über die Praxis der nationalsozialistischen Justiz und die Todesstrafe in Plötzensee. Das Bild hinter mir, das gleichzeitig auch die Titelseite der Webseite ist, Sie sehen hier den großen Kreuzbau, das Haus 4 und das Haus 3, von dem aus die Gefangenen rübergebracht worden sind. Sie sehen dort auf der linken Seite den Schuppen, in dem ab 1936 die Hinrichtungen stattfanden. Wenn Ihnen das größer vorkommt, als es heute zu sehen ist, dann ja, denn man hat für die Gedenkstätte Plötzensee die vordere Hälfte des Schuppens abgerissen, weil er schon bei einem Luftangriff schwer beschädigt worden war und nur die hintere Hälfte mit dem Hinrichtungsraum und dem Sargraum, die hat man erhalten. Plötzensee
man kann es sich kaum vorstellen, wurde zwischen 1868 und 1869 als Gefängnis damals vor den Toren Berlins errichtet. Gefängnisse wollte man nicht in der Stadt haben. Gefängnisse sollten möglichst weit draußen liegen. 25 Hektar war der Komplex groß, viele Freiflächen für etwa 1200 Gefangene. Plötzensee wurde ausdrücklich als Gefängnis errichtet und nicht als Zuchthaus errichtet. In den Zuchthäusern hatten sie strengere Isolation und härtere Haftbedingungen und in den Gefängnissen sollten eher kürzere Strafen bei günstigeren Haftbedingungen dann vollstreckt werden. In Plötzensee sollte also ursprünglich nicht Rache vollstreckt, sondern Besserung bewirkt werden. Aber bald nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 verschlechterten sich auch die Haftbedingungen in Plötzensee. Es wurde auch ein Untersuchungsgefängnis für politische Strafverfahren. Während des Zweiten Weltkrieges wurden nach Plötzensee mehr und mehr Menschen verschleppt, die als Zwangsarbeiter nach Deutschland gekommen waren. Sie bildeten neben den deutschen Gefangenen, die zumeist kürzere Freiheitsstrafen hatten, und den zum Tode verurteilten Häftlingen in Plötzensee und den politischen Untersuchungshäftlingen quasi die vierte Gruppe. Und auch wenn man dachte, sie kamen eine kürzere Strafe, Wiederholungstäter mit Gefängnisstrafen hatten wenig Chancen, wieder freizukommen. Sie wurden in sogenannte Überhaft genommen und kamen nach der Haft in Plötzensee wieder zurück zur Kripo oder Gestapo und dann vielfach als sogenannte Vorbeugehäftlinge in Konzentrationslager. Bei einem Luftangriff im Herbst 1943 wurde auch Plötzensee schwer getroffen. Der dreiflügelige große Zellenbau wurde, in dem auch die zum Tode verurteilten Gefangenen isoliert wurden, dieser Bau wurde auch schwer beschädigt. Durch Überbelegung, durch die nicht ausreichende Ernährung, durch die verweigerte medizinische Hilfe war es so, dass die Lebensbedingungen der Gefangenen sich permanent verschlechterten. Im Frühjahr 1945 wurde ein Teil der Gefangenen nach und nach entlassen. Und als die Rote Armee die Anstalt am 25. April 1945 einnahm, über den Kanal kommend, war sie weitgehend menschenleer. Und über die Nachkriegszeit wird Ihnen nachher Gerd Kühling berichten. In den ersten Jahren zwischen 1933 und 1936 wurden noch die ersten Todesstrafen an insgesamt 45 Menschen vollstreckt und auf eine geradezu mittelalterliche Art, nämlich mit dem Handbeil im Gefängnishof. Auf eine mittelalterliche Art, anders kann man es nicht sagen. Und dann gab es eine Diskussion über Humanität in den Reihen der nationalsozialistischen Führung und man entschied, dass es humaner sei, Todesstrafen in Deutschland durch das Fallbeil und durch die Guillotine zu vollstrecken. Und so wurde aus dem Zuchthaus Bruchsal im Badischen dann eine Guillotine, die seit 1876 nicht mehr in Betrieb gewesen war, nach Berlin gebracht und in Plötzensee aufgebaut. Und mit dieser Guillotine wurden dann bis Ende 1939 mehr als 180 Menschen enthauptet. Das heißt, die Großzahl der Toten von Plötzensee fällt in die Jahre des Krieges und vor allen Dingen in die Jahre 1942, 1943. Die zum Tode Verurteilten waren in dem großen Zellenbau untergebracht, das direkt an den Hinrichtungsschuppen eben angrenzte, 20 Schritte hinüber. Sie verbrachten die letzten Stunden gefesselt in besonderen Zellen im Erdgeschoss, dem von den Gefangenen sogenannten Totenhaus. Und ihr letzter Weg führte sie dann über einen kleinen Hof zum Hinrichtungsraum mit dem Fallbeil. Ende 1942 wurde dann im Hinrichtungsraum auf persönliche Weisung Hitlers ein Stahlträger eingezogen, an dem 8 Eisenhaken befestigt waren. Mit diesen Eisenhaken wurden dann ab Dezember 1942, dann wieder im September 1943 und nach dem 20. Juli 1944 Erhängungen vollzogen. Und dieser Galgen wurde dort errichtet, weil Adolf Hitler der Ansicht war, dass die Angehörigen der Widerstandsgruppe Rote Kapelle einen besonders schimpflichen Tod sterben sollten. Und so ordnete er persönlich die Errichtung dieses Galgens an, an dem am 22. Dezember 1942 die ersten Urteile durch Erhängen vollstreckt wurden. Die Scharfrichter erhielten 3000 Reichsmark als feste jährliche Vergütung und pro Hinrichtung 60, später 65 Reichsmark. Die Angehörigen der meisten Hinrichtungen mussten dafür eine Kostenrechnung bezahlen, deutsche Bürokratie. Die Staatsanwaltschaft forderte für jeden Hafttag in Plötzensee eine Reichsmark 50, für die Hinrichtung 300 Reichsmark und für das Porto zur Übersendung der Kostenrechnung noch einmal 12 Pfennig. Unter den mehr als 2800 Hingerichteten befinden sich etwa die von Ihnen benannten 1500 Verurteilten des sogenannten Volksgerichtshofs,
aber auch etwa 1000 von sogenannten Sondergerichten verurteilte. Rund die Hälfte waren Deutsche, die andere Hälfte aus allen europäischen Nationen. Stärker oder am stärksten ist die Zahl der 677 Hingerichteten aus der Tschechei. Warum? Weil das Protektorat Böhmen und Mähren, wie es in der nationalsozialistischen Zeit hieß, eben als Protektorat in die gesetzlichen Regelungen des deutschen Rechtes einbezogen worden war. Und damit wurden im Gegensatz zum polnischen oder zum sowjetischen Widerstand tschechische Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer vom Volksgerichtshof hier in Berlin oder in Dresden abgeurteilt und hier auch in Berlin ermordet. Es waren Angehörige von Widerstandsorganisationen, Menschen, die nach Deutschland verschleppt worden waren, ein Ort des Todes für alle möglichen europäischen Nationen. Dass Plötzensee ein Ort der stillen Erinnerung war, darauf haben wir hingewiesen. Aber Sie haben auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen und auch darauf, wie der Ort über lange Jahre hinweg nicht das war, was er hätte sein können. Informationen über die Ereignisse erhielten die Besucher, die dorthin in den 50er und 60er Jahren gekommen sind, nicht. Erst in den 70er Jahren wurden dort einige Urteile des sogenannten Volksgerichtshofs unkommentiert und völlig ohne jede Kontextualisierung auf A3 vergrößert und in ein paar Schaukästen gehängt. Und so sollte es tatsächlich bis in die 1990er Jahre bleiben. Auch äußerlich veränderte sich Plötzensee. Man könnte sagen, es verlodderte. Es war ein ganz natürlicher Effekt. Der Architekt der Grünanlagen hatte große Freiflächen vorgesehen, aber Büsche wachsen. Und so hatten sie Ende der 1990er Jahre das Gefühl, sie stehen in einem Parkfriedhof. Und erst Anfang der 2000er Jahre haben wir es dann wieder in die ursprüngliche Zusammenarbeit mit der Gartendenkmalpflege und der Denkmalpflege in den ursprünglichen Zustand des Jahres 51 zurücksetzen können. Und auch dann erst vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2000, haben wir die erste Ausstellung in Plötzensee realisieren können und seitdem immer versucht, weitere Lebensdaten zu ermitteln. Nach Aussagen einer meiner Vorgänger in den 1970er Jahren wäre es, Zitat, nie möglich, Zitat Ende, auch nur einen Bruchteil der Ermordeten namentlich zu erfassen. Und interessanterweise wurde das in der DDR vorbereitet und formell dann von der VVN West-Berlin herausgegebene Ehrenbuch der Opfer von Berlin-Plötzensee nannte nur rund 1500 Namen. Offenbar war die andere Hälfte der Opfer nicht würdig, dort genannt zu werden. Interessanterweise war es so, dass bei den ausländischen Gefangenen, die in Plötzensee ermordet worden waren, auch welche dabei waren, die kriminelle Taten begangen haben, aber weil sie aus dem Ausland gekommen waren, wurden sie dann automatisch für würdig befunden, in dem Ehrenbuch mit aufzutauchen. Wir nennen heute alle Namen. Wir sind gefragt worden, warum wir auch die Namen der Mörder nennen, die in Plötzensee hingerichtet worden sind oder wegen anderer krimineller Vergehen. Wir nennen sie, weil sie zu den Opfern von Berlin-Plötzensee gehören. Übrigens wird es in Wolfenbüttel, in Stadelheim und an anderen Orten der NS-Justiz auch so gehandhabt. Denn diese Menschen haben alle kein rechtsförmiges Verfahren gehabt. Sie wurden nicht unter rechtsstaatlichen Bedingungen verurteilt und sie hatten kein rechtliches Gehör. Und die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Fällen befasst haben, haben große Zweifel an den Urteilen, die dort gesprochen sind. Um das klar zu sagen, ein Opfer von Berlin-Plötzensee ist jemand, der von der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz zum Tode verurteilt ist, der kein rechtliches Gehör hatte. Heute kennen wir alle Namen und viele der Schicksale. Der 70. Jahrestag scheint uns der richtige Zeitpunkt zu sein, diese Informationen jetzt nicht nur in Plötzensee, sondern auch im Internet verfügbar zu haben. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen nicht sagen, das ist ein großes Risiko, das man eingeht. Wenn Sie heute etwas im Internet veröffentlichen, können Sie sicher sein, dass zwei Tage später die ersten Ergänzungen kommen, die fragen, warum habt ihr den Namen falsch geschrieben? Aber um es an dieser Stelle auch klar zu sagen, wir haben 41.000 Namen in der Gefangenenkartei, die von preußischen Justizwachtmeistern geführt worden sind und die wir versucht haben zu entziffern. Ich zeige Ihnen nachher mal ein Beispiel, damit Sie sich das ungefähr vorstellen können. Also, das, was wir heute haben, ist nichts Abgeschlossenes, das ist nichts Fertiges, sondern das ist auch Work in Progress. Wir haben aber gesagt, 2000 Biografien, das können wir jetzt vorstellen, 41.000 Karteikarten, das können wir jetzt zeigen. Ohne die Unterstützung des Landesarchivs, des Bundesarchivs und des Brandenburgischen Landeshauptarchivs wäre das schlichtweg nicht möglich gewesen.
Zu danken habe ich auch meinen Kolleginnen Julia Albert, Susanne Brömel, Petra Behrens, Christine Sando, Stefanie Steinbach, Anne Paltjan, Tim Lucht, Maria Parge, Susanne Schade, Michaela Hofmann und Carolina von der Heiden. Sie merken schon an der Vielzahl der Namen, die ich nenne, welche Bedeutung dieses Projekt für uns auch gehabt hat und immer noch hat. In die digitale Welt wurde das Projekt umgesetzt von der Firma Museumsmedien durch die bewährten Hände von Beatrix Lehmann und Peter Pader. Wenn Sie jetzt, und das werde ich jetzt mal versuchen und bitte um Entschuldigung, wenn es an der einen oder anderen Stelle technisch hapern sollte, wenn Sie jetzt das neue digitale Totenbuch von Plötzensee auf dieser Webseite aufrufen, dann haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie da hereingehen können. Und Sie sehen, wir haben den ganzen Bereich ausgestattet mit einer Suchmaske, dass wir dort an dieser Stelle nach Namen suchen können, dass wir nach Personen also suchen können, dass wir nach Jahresdaten suchen können und wir haben, das ist immer ein Risiko, auch sogar noch eine offene Suchmaske, die eine Volltextsuche mit drinnen. Alleine das Abgleichen der Begriffe und Bezeichnungen, ich denke, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Work in progress. Sie sehen also, wenn wir beispielsweise bei den Nationen, wenn ich eine kleine Gruppe aufrufen würde, ich die französischen Opfer gerne von Plötzensee sehen würde, mal schauen, ob es klappt. Sie sehen, hier unten tauchen dann die Namen und die Biografien auf, nicht als Zahl, sondern jedes einzelne Schicksal. Wenn ich nach Personen suchen möchte, dann möchte ich Ihnen mal die vielfältigen Möglichkeiten an Beispielen aufrufen. Das erste ist das Beispiel von Pelagia Trocha. Ach ja, Sie sehen, das ist wirklich Work in Progress. Wenn ich das noch mit einer Nationalität versehe, dann kann das natürlich nichts werden, wenn diese Nationalität falsch ist. So, Sie sehen, Sie kriegen einen Hinweis auf die Person und Sie sehen dann zu der Person, wenn wir es schaffen, ein Foto und eine Biografie. In diesem Fall ist es die polnische Staatsangehörige Pelagia Trocha, die aus deutscher Kriegsgefangenschaft entflohenen britischen Staatsbürgern hilft. Sie gibt ihnen Kleider, sie gibt ihnen Lebensmittel. Sie wird am 31. Juli 1941 festgenommen, im Januar 1942 vom sogenannten Volksgerichtshof wegen Feindbegünstigung, wie es damals hieß, zum Tode verurteilt und am 10. April 1942 im Strafgefängnis Plötzensee ermordet. Wir haben uns Mühe gegeben, dass wir alle Dokumente, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ermordung in Plötzensee stehen, an dieser Stelle zeigen können zu den einzelnen Personen. Das sind in diesem Fall bei Pelagia Trocha eine Gefangenenkarte. Und Sie sehen, lieber Herr Schaper, wir haben bei jeder einzelnen Karte auch vermerkt, dass es aus dem Landesarchiv Berlin AREP 369 Kartei stammt. Dass es dann entsprechend korrekt für uns ist. Wir haben dann aber auch, weil wir gesagt haben, alle Dokumente, die mit dem Tod zu tun haben, dass wir hier Anklage und Urteil des sogenannten Volksgerichtshofs mit dabei haben. Und dies ist natürlich dann nicht nur eine Seite, sondern Sie sehen, dass Sie in diesem Fall durchaus mehrere Seiten sich intensiv durchlesen können. Unterschrieben von Oberreichsanwalt Ernst Lautz, um an Sie anzuknüpfen, Herr Lederer, auch einer von denen, der nach 1945 eine sehr große Pension als ehemaliger Oberreichsanwalt erhalten hat. Das nächste, was wir zeigen, ist das Todesurteil aus Plötzensee. Auch natürlich wieder nicht nur eine Seite, sondern mehrere Seiten. Ich klicke sie jetzt nicht alle durch. Wir haben dann auch Dokumente, ich sage alles, was mit der Hinrichtung zu tun hat. In diesem Fall ein Gnadengesuch. Das Gnadengesuch können Sie heute aber ja nicht mehr lesen, selbst wenn Sie vor dem Bildschirm stehen. Und so haben wir derartige handschriftliche Dokumente alle mit einer Umschrift versehen, damit sie auch tatsächlich zugänglich sind. Also das soll nicht nur ein Dokument sein, das dort zu finden ist und das etwas illustrieren soll, sondern Sie sollen direkt darin lesen und damit arbeiten können. Mit allen Fehlern, mit allen Einsprengseln, möglichst wortgetreu wiedergegeben. Und das Letzte noch dann ist die Bekanntmachung der Hinrichtung. Diese Bekanntmachung der Hinrichtung, das ist dann etwas, wenn Sie unten noch genau hingucken, dann sehen Sie da so einen kleinen Vermerk. Da steht im Zweifelsfall BEREC, Berliner Reklame.
Dieses wurde von der U-Bahn-Reklame in Berlin das Plakat gedruckt auf Weisung des Reichsjustizministeriums. Und solche Plakate im Format A3 hingen dann nach Hinrichtungen immer in Berlin an den Litfaßsäulen. Also das war nicht so, dass sich das in aller Stille abspielte, sondern das war schon klar, in welcher Art und Weise man damit gearbeitet hat. Das zweite Beispiel, Sie hatten vorhin den belgischen Arbeiter Albert Tambor angesprochen. Auch den, wenn ich es schaffe. Sie merken, unsere Suche trunkiert auch. Wenn ich ihn abrufe, Sie sehen, es ist ein Kutscher. Er hat, wie Senator Lederer vorhin gesagt hat, nichts anderes getan, als nach einem Luftangriff zwei Fischbüchsen, zwei Fischkonserven gestohlen. Das galt als Plünderung und so wurde er als Plünderer zum Tode verurteilt. Und wie es in den letzten Kriegsjahren üblich war, haben wir von ihm nur eine Akte, wo dann der Urteilstenor steht. Der Angeklagte hat nach einem Terrorangriff aus dem Lagerkeller eines beschädigten Grundstücks Fischkonserven entwendet. Er wird deswegen wegen Plünderns zum Tode verurteilt. Klarer kann man das nicht beschreiben, wie es ist. Und Sie sehen, auch hier hat der Reichsjustizminister gesagt, dieses Urteil ist zu vollstrecken. Und ein drittes Beispiel, damit ich in der Zeit bleibe. Das ist dann hier in dem Bereich dann noch ein politisches Beispiel. Auch hier Arvid Harnack, einer der führenden Köpfe, er blendet es mir sogar vor, Arvid Harnack, einer der führenden Köpfe der sogenannten Roten Kapelle. Sie sehen, der Name Harnack hat in Plötzensee einen großen Blutzoll gefordert, Arvid Harnack, Mildred Harnack und dann auch 1945 Ernst von Harnack. Auch bei Arvid Harnack ist es so, dass wir seine Biografie haben und bei ihm dann eben, weil es diese Prozesse vom Reichskriegsgericht unter besonderer Geheimhaltung geführt worden sind, nur entsprechend das sogenannte Feldurteil ausführlich auch gegen ihn und dann eines der bewegenden Dokumente, nämlich seinen Abschiedsbrief. Und natürlich auch diesen Abschiedsbrief wieder in einer Form, dass man ihn lesen kann und wahrnehmen kann. Das heißt also, alle handschriftlichen Dokumente, soweit es geht, haben Umschriften, damit sie gelesen werden können. Ich beschränke mich auf diese drei Beispiele. Ich möchte Ihnen dann den zweiten Teil zeigen, nämlich die Gefangenenkartei des Strafgefängnisses Plötzensee. Sie liegt im Original im Landesarchiv. Ich verkürze, wir konnten sie Anfang der 2000er Jahre mit Mitteln der Thyssen-Stiftung schon digitalisieren. Das größere Problem war dann aber in der Tat 41.000 Karteikarten dann. Da können Sie keine OCR-Software oder sowas drüber jagen, sondern wir haben das mühsam entschlüsseln können. Sie sehen, das ist so ein Muster einer Karteikarte. Das ist heute auch erstmal, sage ich mal, für einen Studierenden der Geschichte etwas Fremdes. Darum haben wir einem Muster des Landesarchivs folgend es so gemacht, dass wir hier auf dieser Musterkarteikarte die einzelnen Karteikarten, hier können Sie die Gefangenenbuchnummer entnehmen, hier haben Sie die Unterbringung in Plötzensee im Haus 3. In diesem Feld sind die persönlichen Angaben enthalten, in diesem Fall von Willi Gall. Sie haben dann auf der anderen Seite das Datum und die Uhrzeit der Einlieferung. Auch das ist schon oftmals schwer zu entziffern. Sie haben dann hier Vorstrafen, in diesem Fall keine Eintragungen. Und dann die komplizierteren Teile, nämlich noch hier entsprechend, welche Vollstreckungsbehörde, also welches verurteilende Gericht es ist, welche Straftat es ist, also welches Delikt es gewesen ist. Und hier in diesem Fall dann auch Todesstrafe, Ehrverlust auf Lebenszeit. Und schließlich noch das Datum, wann er im Strafgefängnis Plötzensee hingerichtet ist oder warum er dort weggekommen ist. In diesem Fall ein Todesurteil. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, und Sie sehen die Zahlen hier oben, 41.659 Einträge ist die Zahl im Moment. Ich habe keine Ahnung, ob da noch Doppelungen dabei sind oder was da noch alles mit enthalten ist. Ich beschränke mich abschließend mal auf drei Einträge, was man in der Forschung noch so bisher nicht kannte. Einige von Ihnen werden den Namen des früheren Bundespräsidenten Heinrich Lübcke noch kennen. Heinrich Lübcke saß in der Strafanstalt Plötzensee
und zwar in den Jahren 1934 und 35. Wir haben ihn nicht nur an einem Geburtsjahr identifizieren können, sondern auch am Namen seiner Frau Wilhelmine, die ja zumindest den Älteren unter uns noch bekannt ist. Heinrich Lübke saß in Plötzensee ein, weil die Nationalsozialisten gegen ihn Korruptionsvorwürfe erhoben hatten. Das heißt also, wenn Sie nur unten sich das angucken würden, dass er als Untersuchungshäftling war, würden Sie nie darauf kommen, dass es ein politischer Fall ist, der hier ist, sondern das Delikt, mit dem er bezeichnet wird, ist ein kriminelles Delikt, für das er als Untersuchungshäftling dort einsitzt. Heinrich Lübke, später in vielen anderen Zusammenhängen auch entsprechend noch mit benannt. Das Zweite, einige von Ihnen werden vielleicht im Zusammenhang mit dem Zuchthaus Brandenburg den Namen Walter Hammer schon mal gehört haben, Walter Hammer Hösterei aus der Jugendbewegung kommend. Er ist der Chronist des Zuchthauses Brandenburg gewesen und ist auch, deshalb nehme ich ihn hier auch, einer der Ersten, die ein Buch über Plötzensee schreiben wollte und aus unterschiedlichen Gründen, vor allen Dingen aber auch wegen Krankheit, es nicht zu Ende gebracht hat. In den 60er Jahren ein absoluter Einzelkämpfer, vom Land Berlin im Stich gelassen, von der Stadt Hamburg im Stich gelassen. Ein sehr, sehr tragisches Schicksal. Sie sehen, wenn ich das hier jetzt aufrufe und nur den Namen Hammer eingebe, kriege ich 31 Einträge. Da habe ich aber keine Lust darauf, also gebe ich noch den ersten Buchstaben des Vornamens mit ein und lande dann bei der Karteikarte von Walter Hammer, der ich entnehmen kann, dass er 1934 in Plötzensee war und zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 1934 dann in das Zuchthaus Brandenburg überführt worden ist. Und mein drittes und letztes Beispiel, weil Gerd Kühling nachher noch darauf eingehen wird, ist der spätere Senator Walter Löffler. Auch da kann ich das W gleich vorgeblendet lassen, das macht mir die Sache einfacher. Walter Löffler, da können Sie sehen, welche Informationen dann eben auch bei politischen Häftlingen vorhanden sind. Da steht ganz klar und deutlich Vorbereitung zum Hochverrat mit drin. Da steht drinnen, wann er in Berlin war und wann er in das Zuchthaus Brandenburg-Görden gekommen ist. So, meine Damen und Herren, mit diesen Beispielen, die ich jetzt hier Ihnen gegeben habe, wollte ich Ihnen einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten dafür bestehen. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit Beispielen weitermachen. Das tue ich aber nicht, weil ich den Kollegen, die jetzt kommen, die Aufmerksamkeit nicht stehlen möchte. Es ist die Aufforderung, sich mit diesen Dingen auch selbst zu beschäftigen und neue Facetten zu entdecken. Und bitte beachten Sie, das ist noch nichts Abschließendes, sondern wir arbeiten da noch weiter dran. Es gibt immer noch neue Informationen. Richtig, Entschuldigung, eins hatte ich noch vergessen. Wie nämlich solche Namen wunderbarerweise dann verstümmelt werden können. Nur als Beispiel, wie unsere, was wir für Probleme damit haben. Wir haben hier einen Häftling, der auf den Namen Abdullah Alischew hört. Ein tatarischer Gefangener, der vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden ist. Der war den ermittelnden Beamten so egal, dass sie von seinem Namen nur die veränderte Form Olescher, nicht Alischew, sondern Olescher aufgenommen haben. Und dann steht hier unten noch drin, 24.08.44 hingerichtet in Plötzensee. Bürokratie konnte sorgfältig sein, Bürokratie konnte aber auch sehr schlampig sein. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich kann Sie nur auffordern, machen Sie sich selbst ein Bild davon und die Möglichkeiten, die meine Kolleginnen daraus auch für die historisch-politische Bildungsarbeit, auch zusammen etwa mit dem Ökumenischen Zentrum in Plötzensee und der Stiftung 20. Juli machen. Ich bin gespannt, was daraus noch alles werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Schaper, wenn wir Sie jetzt bitten würden. Sehr geehrter Senator, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Tuchel, bevor ich ein Wort gesagt habe, möchte ich mich erst entschuldigen für 2 Dinge. Ich habe nämlich nicht so schöne Sachen vorzuzeigen. Wir haben eine Werkstatt, man möchte einen Werkstattbericht abgeben. Und das Zweite ist, dass mein Vortrag wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es ein Werkstattbericht ist, sehr viel technokratischer ist, als es vielleicht diesem Anlass angemessen sein mag.
Wir begehen heute den 70. Jahrestag der Einweihung der Gedenkstätte Plötzensee. Ich gebe zu, dass ich mich an diesem Ort nicht oft und auch nicht sehr gerne aufhalte. Dennoch glaube ich, dass diese Gedenkstätte zu den wichtigsten Orten gehört, die dem nationalsozialistischen Terror auch heute noch, in dem der nationalsozialistische Terror auch heute noch greifbar ist. Nicht nur die Kälte, die von dieser Stätte ausgeht, sondern vor allen Dingen die Zahl der über 2800 während der NS-Zeit hingerichteten Menschen lässt mich immer wieder erschaudern. Es ist unverzichtbar und es wird auch zukünftig unverzichtbar sein, dass Orte dieser Art weiter existieren, damit es auch bei dem immer größer werdenden zeitlichen Abstand zum Geschehen erfahrbar bleibt, was Diktatur und Terror in letzter Konsequenz für den Einzelnen bedeuten können und welcher Wert aus dieser Erkenntnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zukommt. Der zunehmende zeitliche Abstand zum Geschehen bringt es ebenso mit sich, dass das, was sich hier ereignet hat, kompetent in einem wissenschaftlich fundierten und begleitenden Rahmen dargestellt wird. Ich denke, das ist Ihnen, lieber Herr Tuchel, zusammen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern exzellent und vor allen Dingen mit der dem Ort angemessenen Zurücknahme gelungen ist. Gedenken, das wissen wir schon lange, kann heute nicht mehr auf den authentischen Ort beschränkt bleiben. Die digitale Welt, das haben wir eben gesehen an der Vorstellung des Totenbuches, das ist eines faszinierenden Werkes, wie ich finde, mit dem viel Arbeit hintersteckt, haben wir es eindrucksvoll gesehen. Und diese digitale Welt bietet uns mehr und mehr Möglichkeiten, Gedenken vernetzt und in enger Verbindung mit dem physischen Ort zu begehen. Gedenken speist sich aber bekanntlich nur aus der eventuell selektiven eigenen Erinnerung oder der selektiven Erinnerung der Vorfahren oder auch aus der öffentlichen Erinnerung. Gedenken speist sich vor allem auch aus dem Studium und der Auswertung von Akten, die im Rahmen der zu hinterfragenden Vorgänge entstanden und zu werten sind. Vor diesem Hintergrund haben sich Herr Tuchel und ich vor einiger Zeit schon Gedanken um die weitergehende zukünftige Nutzungsmöglichkeit von den Gefangenenakten und den Gefangenenkarteikarten der Berliner Strafanstalten gemacht. Ein Beispiel, sehen Sie, was aus sowas entstanden ist. Wir haben nur das Material geliefert, die Arbeit hat Gott sei Dank Herr Tuchel gemacht, mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Also um die Möglichkeiten gemacht, um die Erforschung des Strafvollzugs in all ihren Facetten entscheidend zu befördern und den barrierefreien oder den barrierearmen Zugang zu diesen Akten im Netz möglich zu machen. In diesem Sinne möchte ich mich mit meinem kleinen Vortrag auf die Möglichkeiten hinweisen und beschränken, dass eine Auswertung, die eine Auswertung der Aktengruppen der vorhandenen Gefangenenakten im Landesarchiv Berlin mit Hilfe digitaler Werkzeuge bietet und damit in einem stärkeren Maße als bisher in unser Gedenken und in die wissenschaftliche Aufbereitung des Geschehenen einbezogen werden kann. Insbesondere aus den Berliner Strafgefängnissen Plötzensee und Tegel sind insgesamt mehr als 30.000 Gefangenenakten aus der Zeit bis 1945 auf uns übergekommen. Sie sehen an dieser Zahl schon, es gibt wesentlich mehr Gefangenenkarteikarten als Gefangenenakten. Ein Grund werde ich Ihnen eben nennen, ein anderer Grund ist der, dass die eben vor das Archiv Zugriff haben konnte, untergegangen sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jemals schon eine Gefangenenakte in der Hand gehabt hat. Ich kann Ihnen aber versichern, dass es sich bei dieser Aktengruppe um eine genealogische Quelle ersten Ranges handelt. Sie erhalten bei der Lektüre natürlich Informationen zur Person und zum familiären Umfeld, wie Ehepartner, Scheidungen, Kinder, Eltern, Wohnadresse und Geburtsort. Sie erfahren auch etwas über den körperlichen und seelischen Zustand, denn die Gefangenen wurden bei Haftantritt und dann regelmäßig sowie bei den auftretenden Erkrankungen ärztlich untersucht. Wie das am Ende aussah, habe auch Sie darauf hingewiesen, Herr Tuchel. Und
dass man dann noch dokumentiert, in welchem schlechten Zustand die Gefangenen sich befanden, ist aus meiner Sicht besonders bemerkenswert. Weiter erfahren Sie etwas über die Verlegung innerhalb der Haftanstalt oder über Verlegung von oder in eine andere Haftanstalt, wobei die Akten in der Regel mit den Gefangenen mitwanderten. Deshalb ist Leute, die aus 14See dann in eine andere Haftanstalt verlegt wurden, ist diese Akte dann dorthin. Diese Haftanstalt muss nicht in Berlin liegen, sie kann auch in einem anderen Land liegen, in einem anderen heutigen Bundesland, und deshalb finden Sie auch Hinweise auf Gefangene aus Plötzensee in jedem erdenklichen Archiv in jedem Land der Bundesrepublik. Sie erhalten weiterhin Informationen über Haftgründe und die Haftdauer, das Verhalten des Gefangenen während der Haft sowie etwaige Ausbrüche und Ausbruchsversuche. Wurden ausgebrochene Häftlinge gefasst, wurden sie dann tatsächlich befragt nach der Motivation für ihren Ausbruch. Ebenfalls enthalten sind Gnadengesuche und die Bescheide zum Gesuch. Sie erfahren etwas über Arbeitsleistung. Gefangene mussten während der Haft natürlich arbeiten, sowie über deren Entlohnung. Enthalten sind ebenfalls Nachweise über Besuche sowie über Briefkontrollen und mit etwas Glück auch die zurückgehaltenen Briefe. Enthalten sein können ebenso die Gerichtsurteile mit Begründungen und Hinweise auf etwaige Mittäter. Meine Aufzählung ist noch nicht zu Ende, sie ist nicht vollständig und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie weiter oben schon angedeutet, sind Gefangenenakten erst einmal eine bedeutsame genealogische Quelle. Genealogisch interessierte Personen sind die absolute Hauptnutzergruppe des Landesarchivs Berlin, und aufgrund der Menge der genealogischen Anfragen ist das Landesarchiv Berlin nach dem Bundesarchiv das meist nachgefragte Archiv der Bundesrepublik. Darüber kann man froh sein, es kann aber auch eine Last sein. Genealogen ist es wichtig, möglichst viel über eine einzelne Person zu erfahren, und es bedarf einer intensiven Suche in ethischen Quellen, um die benötigten Informationen zusammenführen zu können. Denn Akten entstehen ja nur in dem Zusammenhang, in dem Menschen mit der öffentlichen Verwaltung, im Zuge mit der Justizverwaltung und den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden in Berührung kommen. Und so enthalten diese Akten in der Regel nur diejenigen Informationen, die für die Bearbeitung des Falls notwendig sind. Vernetzung ist also gefragt. Weitere Nutzungsansätze ergeben sich aus vergleichenden wissenschaftlichen Forschungen zu kriminellen Karrieren, Binnenmigration, rechtskonforme Umsetzung des Strafvollzugs, die medizinische Untersuchungspraxis in Haftanstalten, Stereotypen bei der Formulierung von Gnadengesuchen und ihrer Beantwortung, sowie die Praxis der Besuchs- und der Briefkontrolle, um da einige Beispiele zu nennen. Selbstverständlich unterstützen die in diesen Akten enthaltenen Daten auch die Rehabilitierung von Menschen, die unter den Repressalien der NS-Terrorherrschaft zu leiden hatten oder ihr zum Opfer gefallen sind. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Akten natürlich auch schützenswerte personenbezogene Daten enthalten können, die sensibel zu behandeln sind, selbst wenn der Personendatenschutz bekanntlich mit dem Tod eines Menschen endet. Darüber hinaus hat die EU-Datenschutzgrundverordnung die öffentlichen Archive und damit die wissenschaftliche Forschung privilegiert, indem sie uns ermächtigt hat, schützenswerte personenbezogene Daten sogenannter besonderer Kategorien zu archivieren. Gemeint sind Daten über rassische und ethnische Herkunft, politische, religiöse und weltanschauliche Meinung, sexuelle Orientierung oder auch genetische, biometrische oder Gesundheitsdaten. Nun helfen uns die höchsten Datenberge und der größte Datenschatz nichts, wenn es uns nicht gelingt, die Daten in Bewegung und damit an die Nutzenden zu bringen. Sprich, im Landesarchiv Berlin in Reinickendorf,
liegen zum Beispiel analoge Daten aus ca. 52 Kilometern Akten, die, weil eben analog, ständig an den Ort Landesarchiv gebunden sind. Technisch ist das kein Problem, den gesamten Aktenbestand zu digitalisieren. Das Problem ist wie immer die Finanzierung. Denn allein die Digitalisierung ohne Einrechnung der laufenden Kosten für Speicherung und Bereitstellung im Netz würde eine Summe von geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro verschlingen. Das können wir schlichtweg vergessen, brauchen also keine Angst haben. Und wir müssen uns anhand unserer eigenen Expertise in Verbindung mit der Expertise aus anderen, Gedächtniseinrichtungen, wiederum in Verbindung mit der Bereitstellung eigener Haushaltsmittel sowie der Suche nach geeigneten Förderprogrammen und Kooperationspartnern sowie selbstverständlich orientiert als Hauptpunkt an den Bedürfnissen unserer Besucher und den Nutzenden im digitalen Zeitalter aufstellen. Das Totenbuch, das Herr Tuche eben präsentiert hat, ist ein sehr schöner Beweis, wie Kooperation auf der genannten Grundlage funktionieren kann und welche beeindruckende Ergebnisse sie zeigt. Am Ende ist das Totenbuch aber nur ein Meilenstein auf einem Weg, denn gedanklich sind wir, wie auch die nachfolgende Präsentation wahrscheinlich zeigen wird, schon ein paar Schritte weiter. Wenn man Digitalisierung als gesellschaftliches Phänomen begreift, das unser Verhalten und unser Zusammenleben nachhaltig verändert, dann beeinflusst dies auch die Arbeit der Gedächtniseinrichtungen. Es wird nicht nur dabei bleiben können, dass wir Digitalisate mit Kommentierungen versehen, als einfache Bilddateien ins Netz einstellen, sondern wir werden uns mit Methoden auseinandersetzen müssen, wie wir rein digitale und oder digitalisierte Informationen, zum Beispiel von handgeschriebenen Akten oder Akten mit handschriftlichen Vermerken sowie Karteikarten mit Texterkennungssystemen bearbeiten und die Daten vernetzt und offen und frei zugänglich und auswertbar machen. Das ist über dieses System möglich. In der Zukunft wird es aber wahrscheinlich oder gibt es schon andere Systeme. Dies geht natürlich alles nur mit Daten, die als personenbezogene Daten nicht geschützt sind. Das Schlagwort Linked Data, was dahinter steht, oder Linked Open Data, wird bekannt sein. Das Landesarchiv Berlin macht gerade eigene Erfahrungen auf diesem Weg. Nur mit hohem Aufwand nutzbar waren bisher die Reste der alten Berliner Einwohnermeldekartei, dem er eben noch mehrere Millionen Karteikarten, die fast durchgängig handschriftlich gefasst sind und die nach einem phonetischen Alphabet geordnet sind, was die Nutzung nicht wesentlich einfacher macht. Mit großzügiger Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Zusammenarbeit mit der Universität in Innsbruck, die im Rahmen ihrer EU-geforderten Forschung zur künstlichen Intelligenz, KI, ein sogenanntes neuronales Netz entwickelt hat, können wir ein Projekt beginnen, in dem die digitalisierten Karteikarten mit Hilfe eines selbstlernenden und sich damit selbst trainierenden Schrifterkennungssystems namens Transcribus maschinell durchsuchbar werden. Das wäre die nächste Stufe, das wäre die Stufe auch für die gefangenen Karteikarten. Entwickelt wurde ebenfalls eine KI-gestützte Layout-Erkennung, die gerade für die Verarbeitung von Daten auf Seiten mit unterschiedlichen Layouts zwingend notwendig ist. Die Ergebnisse, die bis jetzt vorliegen, sind einfach beeindruckend und sie werden nicht nur die genealogische Forschung nachdrücklich unterstützen. Leider kann ich es Ihnen noch nicht zeigen, weil wir technisch noch nicht so weit sind. Das ist die eine Entschuldigung. Und dann bitte ich nach meinem Vortrag um keinerlei Nachfragen zu diesem technischen Thema. Ich habe keine Ahnung, was dort gemacht wird. Aber es sieht gut aus. Ja. Bezogen auf die Gefangenenunterlagen werden wir mit einem kleinen Musterprojekt prüfen, Herr Tuche und ich, ob das Transcribus-Verfahren auch für diese Art von Archiv gut geeignet ist und die gewünschten Ergebnisse bringt.
Ansonsten arbeiten die deutschen Landesarchive, einschließlich des Landesarchivs Berlin, auch im Rahmen des durch das Bundesministerium der Finanzen geförderten Projekts zur Transformation der Wiedergutmachung, bei dem alle Unterlagen zu Wiedergutmachungsakten in der Republik, also Akten zur Wiedergutmachung der von Nationalsozialisten begangenen Unrechts, digitalisiert und mit Hilfe eines eigenen Schrifterkennungssystems auf KI-Basis bearbeitet werden. Von den Akten haben wir immerhin 4 Kilometer im Hause. Auch die Ergebnisse dieses Großprojekts werden wir sicher zukünftig nutzen können. Und auch da bin ich gespannt, ob das auch für uns ist, für unsere Projekte. Der angedachte Weg ist deshalb nicht realitätsfremd, sondern er stellt uns neue Möglichkeiten vor. Ich möchte zum Schluss kommen. Gedenken am authentischen Ort und Gedenken mit den Möglichkeiten des Zugangs zu historischen Datenbeständen und deren Präsentationen, die mit der Digitalisierung und der Vernetzung geschaffen werden, schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich. Die Gedächtniseinrichtungen dieser Stadt sehen die Entwicklung als Chance für sich und für ihre Arbeit. In diesem Sinne werden der Tuche und ich unsere kooperativen Bemühungen intensivieren, Quellen zur Erforschung des Strafvollzugs in Berlin zu digitalisieren und mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz vernetzt zu präsentieren. Danke Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen heute unsere Online-Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte Plötzensee vorstellen zu können. Auch diese Ausstellung konnte nur durch die tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchivs entstehen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Die Ausstellung, um die es im Folgenden geht, finden Sie ebenfalls auf der Website der Gedenkstätte Plötzensee. Unter dem Titel Erinnerung und Gedenken. Die Ausstellung gliedert sich in 8 Bereiche, die sich jeweils auf wichtige Eckpunkte der Entstehungsgeschichte beziehen. Diese Geschichte stellen wir anhand unterschiedlichster Exponate wie Fotos, Dokumente, Planungsunterlagen und Broschüren und Reden dar. Zudem finden Sie auf dieser Seite einen Wochenschau-Ausschnitt über den Gedenktag für die Opfer des Faschismus von 1946 sowie frühe Publikationen der Gedenkstätte. Wichtig war es uns zudem, auch die Biografien von wichtigen Akteurinnen und Akteuren mit aufzunehmen. Zunächst gehen wir im ersten Bereich der Ausstellung auf die Ausgangssituation im Jahr 1945 ein. Das Gelände des weitgehend geräumten Strafgefängnisses Plötzensee wurde am 25. April 1945 von sowjetischen Truppen eingenommen. Noch am 18. April 1945 waren im sogenannten Hinrichtungsschuppen 33 Häftlinge ermordet worden. Sie sehen hier auf diesem Foto das im September 1943 teilweise zerstörte Haus 3. In diesem waren die zum Tode Verurteilten untergebracht und warteten hier auf ihre Hinrichtung. Die ehemalige Hinrichtungsstätte war schon nach Kriegsende für die Angehörigen der dort Ermordeten ein wichtiger Ort der individuellen Trauer und des gemeinsamen Gedenkens. Die meisten der in Plötzensee Ermordeten wurden ja anonym bestattet oder es existierten gar keine Gräber. So gab es bereits 1946 Initiativen, hier einen Gedenkort zu schaffen. Darauf gehen wir im zweiten Bereich unserer Ausstellung ein, der Wettbewerb 1946-47. Dieser wurde auf Initiative des Hauptausschusses für die Opfer des Faschismus im Sommer 1946 ausgeschrieben. Und ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber ein großer Teil der insgesamt 54 eingereichten Entwürfe fiel beim Preisgericht durch.
Die Jury fühlte sich bei einem Teil der eingereichten Arbeiten sogar an eine Speersche Architektur erinnert. Nur wenige Entwürfe kamen den Vorstellungen des Preisgerichts entgegen. Am Ende wurden 5 Entwürfe ausgezeichnet. Da die eingereichten Entwürfe aber nicht erhalten sind, lassen sich leider nur 3 der Preisträger überhaupt identifizieren. Überliefert ist jedoch der Siegerentwurf, den Sie hier sehen können. Er stammt von dem Bauhausschüler Helmut Heide und ist im Bauhausarchiv Berlin überliefert. Wir sehen den Hinrichtungsschuppen, den Heide weitgehend unberührt lassen wollte. Vor diesem sollte eine Gedenkmauer mit den Namen der in Plötzensee Ermordeten gesetzt werden. An dem davorliegenden Platz für Gedenkfeiern schlossen sich 6 Rasenflächen an. An der hinter der Pappelreihe liegenden Abgrenzungsmauer sollten Gedenktafeln mit den Namen der Herkunftsländer der Ermordeten angebracht werden. Wir sehen dies hier. Deutlich wird der internationale Charakter, den die Gedenkstätte haben sollte. Gewürdigt werden sollten die Frauen und Männer, die in den verschiedenen Ländern Europas Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Dieser Entwurf von Helmut Heide wurde allerdings nicht umgesetzt. Das lag an dem zu dieser Zeit herrschenden Materialmangel, aber wohl auch an den sich verändernden politischen Konstellationen in der Stadt. Im nächsten Bereich, mit dem Titel Der zweite Entwurf, gehen wir auf die weitere Entwicklung zur Gedenkstätte ein. In diesem Teil der Ausstellung präsentieren wir einen Gedenkstättenentwurf, der in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Der Berliner Magistrat beauftragte 1947-48 die Bildhauerin Luise Stomms und den Landschaftsarchitekten Reinhold Lingner mit einem neuen Entwurf für die Gedenkstätte Plötzensee. Im Nachlass von Reinhold Lingner befinden sich dazu ein paar sehr beeindruckende Fotos. Wir danken dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, dass wir diese Fotos präsentieren dürfen. Sie sehen hier eine Aufnahme vom Modell des Entwurfs. Eingerahmt von Mauern ist im hinteren Teil der ehemalige Hinrichtungsschuppen erkennbar. Außerdem zeigen wir das Foto von einer Schädelplastik, die davor aufgestellt werden sollte. Diese Plastik von Luise Stomms gilt als verschollen. Präsentiert wurde der Entwurf der beiden Künstler im Herbst 1948 in der Ausstellung »Das andere Deutschland«. Doch dabei blieb es. Eine Umsetzung des Entwurfs erfolgte nicht. Sehr wahrscheinlich wurde die Idee aufgrund der Entwicklung des Kalten Krieges nicht umgesetzt. Reinhold Lingner war nach der Spaltung der Stadtverwaltung 1948-49 für den Magistrat in Ostberlin tätig und entweder wollte oder konnte man auf seine Dienste nicht mehr zurückgreifen. Und damit sind wir auch schon im nächsten Bereich. Hier geht es um die geteilte Erinnerung im Jahr 1948-49. Wir müssen uns verdeutlichen, dass die Entstehung der Gedenkstätte Plötzensee sehr stark von den Entwicklungen des Kalten Krieges geprägt war. Die erste Gedenkfeier in Plötzensee fand am 12. September 1948 statt. Das war während der Berlin-Blockade. Und 3 Tage, nachdem Ernst Reuter vor dem Reichstag seine berühmte Rede an die Völker der Welt gehalten hatte. Wir gehen in unserer Ausstellung darauf ein, dass diese erste Gedenkfeier in Plötzensee ursprünglich gar nicht geplant war. Eigentlich wollte man an diesem Tag in Plötzensee nur eine Gedenktafel enthüllen. Sie sehen hier den entsprechenden Vorschlag von Bürgermeisterin Luise Schröder. Die offizielle Gedenkfeier des Magistrats sollte in der Staatsoper stattfinden. Und dieser Plan wurde kurzfristig wieder verworfen. Stattdessen lud der westlich orientierte Teil des Magistrats zu einer kleinen Gedenkfeier nach Plötzensee ein. Hier hielt unter anderem die Stadträtin Margarete Ehlert eine Ansprache. Wir konnten das Manuskript dieser Rede im Landesarchiv ausfindig machen. Die Ansprache geht mehrfach auf die angespannte Lage in Berlin ein. Wer dieses Zeitdokument nachlesen möchte, kann dies in unserer Ausstellung tun.
Im nächsten Bereich, erneute Planung, wird der weitere Weg zur Gedenkstätte deutlich. Plötzensee war nach der Spaltung der Stadt zu einem wichtigen Ort des Gedenkens in West-Berlin geworden. Erneute Planung für den Bau einer Gedenkstätte gab es jedoch erst im Sommer 1949. So fand im Juni 1949 eine Begehung des historischen Ortes statt. Beteiligt waren Vertreter der Abteilung für Sozialwesen und der Leiter der Entwurfsabteilung beim Amt für Bau- und Wohnungswesen, der Architekt Bruno Grimmig. Grimmig machte bei diesem Termin bereits weitgehende Vorschläge zur Gestaltung. Allerdings erst im Juli 1951 wurde dann die Errichtung einer Gedenkstätte vom Berliner Senat endgültig beschlossen. Und dieser Beschluss war nicht zuletzt dem Engagement von Walter Löffler zu verdanken. Seine Biografie stellen wir auf unserer Seite ebenfalls vor. Sie sehen hier ein Porträtfoto von ihm. Walter Löffler gehörte zum Kreis der ehemals Verfolgten, war 1936 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt worden und selbst für einige Wochen in Plötzensee inhaftiert. Nach Kriegsende arbeitete er als Referent im Hauptamt Opfer des Faschismus und nach der Spaltung der Stadtverwaltung ging er in den Westteil der Stadt und war Leiter der Abteilung für politisch, rassisch und religiös Verfolgte beim Senator für Sozialwesen. Bei diesem lag in den frühen 50er Jahren auch die Zuständigkeit für die Gedenkstätte. Im folgenden Bereich behandeln wir dann die Grundsteinlegung der für die Gedenkstätte im September 1951. Auch diese Grundsteinlegung war, wie Dokumente zeigen, in den Reden stark von der politischen Situation der Zeit geprägt. Wir präsentieren auch den Text des eingemauerten Pergamentes. Sie sehen einen Teil hier. Dort ist relativ unbestimmt von Hunderten von Menschen die Rede, die wegen ihres Kampfes gegen die Diktatur für Menschenrechte und politische Freiheit durch Justizmord ums Leben gekommen sind. Diese unkonkrete Zahl liegt auch darin begründet, dass sich zum damaligen Zeitpunkt die genauen Zahlen nicht ermitteln ließen. Viele der Dokumente, die uns heute vorliegen, waren noch gar nicht zugänglich. Geehrt werden sollten mit der Gedenkstätte aber alle Opfer des Nationalsozialismus, die aus politischen, rassischen und religiösen Gründen verfolgt worden waren. Wir freuen uns in diesem Bereich der Ausstellung, die von Bruno Grimmig 1952 eingereichten Pläne zeigen zu können. Sie stammen aus dem Charlottenburger Bauaktenarchiv. Gezeigt wird hier die Gesamtanlage in ihrer heutigen Form. Zu sehen ist der Hinrichtungsschuppen, den Grimmig stärker in die Gesamtgestaltung des Geländes einbezogen hat, die Gedenkmauer und den großen Platz für Gedenkfeiern, der an antike Vorbilder erinnert. Auf der nächsten Abbildung sehen Sie eine Darstellung der Gedenkwand. Als Text steht hier noch die Widmung den Opfern des Naziterrors. Nach Diskussion wurde der Text dann schließlich in den Opfern der Hitler-Diktatur der Jahre 1933 bis 1945 geändert, so wie es heute vor Ort noch zu sehen ist. Und damit komme ich schon zum vorletzten Abschnitt, nämlich die Einweihung der Gedenkstätte im September 1952. Fast 1500 Berlinerinnen und Berliner nahmen damals an der Einweihungsfeier teil. Bis vor kurzem waren von dieser Veranstaltung nur recht wenige Fotos bekannt und uns ist es gelungen, eine ganze Bilderserie davon ausfindig zu machen. Sie stammt von dem bekannten Berliner Fotografen Harry Krone, der in der NS-Zeit selber zum Kreis der Verfolgten gehörte. Sein Nachlass befindet sich im Berliner Stadtmuseum und wir danken den dortigen Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung und dass wir die Fotos präsentieren dürfen. Sie sehen hier eine der Aufnahmen. Sie sehen hier Eugen Kogan bei seiner Ansprache vor der Gedenkmauer.
Die Bilderserie von Harry Kroner beinhaltet interessanterweise aber auch zahlreiche Aufnahmen, welche die beteiligten Akteure nach der Gedenkfeier zeigen. Eine dieser Aufnahmen haben wir hier. Das Foto zeigt die beiden Hauptredner der Veranstaltung, links Eugen Kogon. Rechts sehen Sie Koos Voring, den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei der Niederlande. Er sprach als Vertreter der internationalen Widerstandsbewegung. Der Tenor Ihrer Reden kann uns einen Eindruck über die Debatten der frühen 50er Jahre geben. Der Vorwurf des Landesverrates war in weiten Teilen von Politik und Gesellschaft gegenüber Angehörigen des Widerstandes noch immer verbreitet. Deswegen forderten Kogon und Voring in ihren Reden in Plötzensee nachdrücklich eine größere gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland gegenüber dem Wirken der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer. Alle Reden der Einweihungsfeier können Sie in unserer Ausstellung nachlesen. Und im letzten Teil unserer Präsentation gehen wir auf die ersten Jahre nach der Eröffnung der Gedenkstätte ein. Wir zeigen hier unter anderem oder thematisieren hier unter anderem die Erweiterung des Gedenkens in Plötzensee. So wurde im Juli 1956 im Hof der Gedenkstätte eine Urne mit Erde aus verschiedenen ehemaligen Konzentrationslagern aufgestellt. Sie sehen hier ein seltenes Foto von der Herstellung der Urne. Ebenfalls thematisieren wir, wie ab Mitte der 50er Jahre das öffentliche Interesse an der Gedenkstätte wuchs. Doch wie ging man nun mit diesen Besucherströmen um? Was bedeutete dies für die Gedenkstätte, ihre Zugänglichkeit und die Wissensvermittlung? Eine Antwort auf diese Fragen zeigen wir in unserer Ausstellung. Auf Anregung des Charlottenburger Abgeordneten Gustav Adolf Tepper brachte die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 1960 eine Broschüre für die Gedenkstätte heraus. Sie sehen hier das Cover dieser Broschüre, die etwas mehr als 20 Seiten umfasst. Autor des Werkes war der renommierte Historiker Friedrich Zipfel von der Freien Universität Berlin. Diese Plötzensee-Broschüre wurde mehrfach überarbeitet und in verschiedene Sprachen übersetzt. Zahlreiche Auflagen erschienen bis in die 90er Jahre. Das Werk wurde an tausende Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte Plötzensee kostenlos abgegeben. Auch diese Broschüre finden Sie komplett in unserer Ausstellung. Und das war uns wichtig, denn sie ist, ebenso wie die Gedenkstätte Plötzensee an sich, ein Teil der Westberliner Bildungs- und Erinnerungsgeschichte zum Nationalsozialismus. Damit bin ich auch schon am Ende unserer kurzen Vorstellung. Wir wünschen Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Entdecken unserer Ausstellung zur Gedenkstätte Plötzensee. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Kühling. Meine Damen und Herren, was wir Ihnen heute vorgestellt haben, sind neue Dinge, aber ich kann nur noch mal darauf hinweisen, es sind Zwischenschritte. Erinnerung ist nicht vollendet und kann nicht vollendet sein. Sie wandelt sich mit den Formen und sie wandelt sich auch mit den Möglichkeiten. Und Herr Schaper, dass ich jemals das Wort künstliche Intelligenz in Verbindung mit Erinnerungsarbeit höre, ich muss sagen, da haben wir noch etwas vor uns und da, liebes Landesarchiv, freue ich mich auf die Zusammenarbeit, auch wenn ich Ihnen an dieser Stelle offen und ehrlich sagen muss, die 2 Milliarden habe ich leider nicht in der Tasche, die Sie für eine Komplettdigitalisierung Ihres Archivs benötigen würden. Ich glaube, wir backen da kleinere Brötchen, finanziell, aber nicht inhaltlich und nicht thematisch. Akten zu erschließen, Akteninhalte in einem breiten, demokratischen, offenen Verständnis zugänglich zu machen. Das ist etwas, was wir hier auch mit diesen Präsentationen hier in einem ganz speziellen, nämlich unserem Thema, versucht haben. Und wir machen deutlich, dass eben dieser Prozess der Erinnerung nicht abgeschlossen ist, nicht abgeschlossen sein kann.
Ich bin gespannt, was wir noch weiter da machen werden. Jetzt ist meine Empfehlung, erstens, setzen Sie sich zu Hause vor den Bildschirm und gucken Sie sich das alles nochmal in aller Ruhe an. Sie wissen, ohne meine Werbeminuten zur Information kommen Sie hier nicht raus. Und zweitens, Herr Schaper, Sie haben über die Kälte des Ortes gesprochen. Das stimmt. Das heißt, der analoge Ort, wenn Sie so wollen, bleibt uns erhalten. Wir brauchen ihn auch, aber wir können ihn mit den neuen Möglichkeiten ersetzen. Und darauf 70 Jahre nochmal nach der Einweihung darauf hinzuweisen, das war mir wichtig. Herr Senator, Herr Schaper, Herr Kühling, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Beiträge heute. Ich bedanke mich, dass Sie heute unsere Gäste waren aus Anlass des 70. Jahrestages der Gedenkstätte Plötzensee. Und ich hoffe, dass Sie einige Anregungen mit nach Hause nehmen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus